Wir sind hier im schönen Dortmund, wo heute die Elbenwald Store-Eröffnung ist. Und damit ihr wisst, wo der Laden ist, gehen wir jetzt einfach mal hin. Da, wann steht ihr schon an? Ja, seit 9 Uhr sind wir jetzt schon hier. Das ist schon eine ganze Weile. Worauf freust du dich am meisten? Den Shop zu sehen. Und ich hatte mich eigentlich darauf gehofft, auch so ein bisschen Kostümierung hier zu finden. Das findet ja leider nicht statt, aber trotz all dem bin ich sehr gespannt, wie die Auswahl hier ist. Worauf freut ihr euch am meisten? Auf die Harry Potter Sachen. Ja, habe ich mir gedacht. Da, wann steht ihr denn schon an? Seit 5 Minuten oder so. Wir sollen jetzt sagen, seit einer Stunde, ne? Ja, wir haben gestern übernachtet, auf jeden Fall. Unsere kleinen Mini-Zelte haben wir natürlich magisch verkleinert. Vor 5 Minuten abgebaut. Genau. Frisch aus dem Elbenwald. Was habt ihr gekauft, Herrgott? Zauberstäbe, die Karte des Rumtreibers, ein Game of Thrones T-Shirt, den einen Ring, das ist eh das Geilste. Zauberstäbe. Einmal jede Menge Zauberstäbe. Rum von Narcissa und von Albus Dumbledore. Ein Hobbit-Kartenspiel. Das ist der Gehstock von Lucius Malfoy mit integriertem Zauberstab. Ich habe mir noch 5 weitere Zauberstäbe gekauft, eine Tasche von Game of Thrones. Ich habe für eine Freundin eine ganz tolle Marvel-Tasche gekauft. Und kann man ja bei diesem schönen Eröffnungsangebot, kann man da nichts falsch machen. Und ich werde die Tage auf jeden Fall nochmal wiederkommen und in Ruhe nochmal gucken. Das ist das Willkommensgeschenk quasi, ein Überraschungsgeschenk. Ich habe noch nicht ganz reingeguckt, aber ich hoffe, da ist alles Mögliche drin. Hast du dich extra deswegen angestellt? Ja, ich war ja um 8.30 Uhr schon da. Davon schwärme ich schon seit langer Zeit. Langer Zeit, ja. Mindestens, das sind doch fast 10 Jahre, seit es die gibt auf jeden Fall. Und da war die Kohle nie da, ne? Und dann war das Schwert fast schon nicht mehr irgendwo auf Lager. Jetzt war mir dann egal, dass das Geld nicht da ist. Hey Laura, du arbeitest hier im Elbenwald, heute ist Eröffnung. Wie findest du es denn bisher? Voll super, es ist super geil. Stimmung ist gut, die Leute sind gut drauf, sind locker, es war echt... Also du bist zufrieden, wie es bis jetzt war? Ich bin super zufrieden. Und du freust dich auch auf die nächste Zeit? Ich freue mich ganz besonders auf Weihnachten. Und also, ne, wenn dann es nochmal richtig losgeht, wenn die Leute noch wissen, wo sie hin können, um die Geschenke zu kaufen, das ist jetzt alles neu und man, dann bis sich das weiterspricht, ist, macht super Spaß. Also es ist, glaube ich, so, das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Was meinst du, wie lange die Schlange heute Morgen war? Die längste Schlange war, glaube ich, 300 Leute, die wir dann peu à peu, also zwischenzeitlich mal durchgezählt haben. Hast du schon irgendein Highlight heute gehabt? Von den Besuchern auf jeden Fall, glaube ich. Das waren so die Cosplayer, das waren so meine Highlights, die sich ganz besonders große Mühe gegeben haben mit den, gerade mit den Kostümen. Das waren so, glaube ich, meine Highlights. Super, danke dir. Ja, dann musst du noch weiterarbeiten. Alles klar. Ja, danke.